Hallo meine Damen und Herren, es ist wieder mal Mittwoch, es ist wieder mal Nachmittag, es ist wieder mal 15 Uhr, zumindest dann, wenn Sie live schauen, wenn Sie zeitversetzt schauen, bitte nicht gleich die Uhr umstellen, das wäre natürlich fehl am Platz, nein, es ist wieder Zeit, um über Gold, Silber, Edelmetalle, einige Minenaktien und so weiter zu sprechen und dazu begrüße ich Sie, wie gesagt, an diesem Mittwoch. Ganz kurz und auch schon traditionell, was heißt kurz, ist bei mir immer ein bisschen relativ, also meistens wird es dann doch ein bisschen länger als geplant, der Blick auf den Goldpreis. Und was wir momentan sehen, und das ist überhaupt kein Grund zur Panik, wir sehen eine ganz normale Korrektur, die wir so ein bisschen haben. Und wenn Sie sich das Ganze mal anschauen, ich habe das auch schon vor kurzem mal ein paar Mal angedeutet, das hier, okay, das denken wir uns mal weg. Das hier ist eine Dreiecksformation, die wir gerade laufen. Die wird ein paar Mal oben getestet, ein paar Mal unten getestet. Im Idealfall und auch im Normalfall brechen wir aus dieser Dreiecksformation nach oben aus. Das heißt, eigentlich ist es eine bullische Trendfortsetzungsformation, die wir hier sehen. Also im Idealfall würden wir vielleicht noch mal nach unten gehen, aber dann so ganz allmählich so nach oben und eben dieses Jahreshoch hier bei 1264 Dollar in Angriff nehmen. Und wenn wir das aus dem Markt nehmen sollten, dann glaube ich, wären wir auch relativ schnell bei 1300 Dollar. Was mich ebenfalls bullisch stimmt und die meisten, die Goldfolio-Leser sind, beziehungsweise ab und zu mal auf meiner Facebook-Seite vorbeischauen, wissen es auch schon. Wir haben ein sogenanntes Golden Cross und das ist relativ selten. Also ich probiere das jetzt mal so frei nach Vincent Picasso oder wie der hieß, nee, Vincent van Gogh. Hier läuft so momentan so die 50-Tage-Linie. Und die lief immer zu so und jetzt hat die 50-Tage-Linie, also 50-Tage-Linie, das ist die 200-Tage-Linie, hat die 50-Tage-Linie die 200-Tage-Linie von unten nach oben durchstoßen. Und das hier, das was hier entsteht, ist ein sogenanntes Golden Cross. Mir gefällt es momentan mit dem Schreiben. Kann wahrscheinlich keiner lesen, aber nochmal, ist ein Golden Cross. Und ein Golden Cross ist ein relativ starkes Kaufsignal. Das Gegenteil wäre im Prinzip, wenn die 50-Tage-Linie, die 200-Tage-Linie von oben nach unten durchstößt, dann hätten wir sowas wie ein Death Cross, also ein Todeskreuz, klingt ein bisschen martialisch, würde aber eher auf eine Trendwende im Negativen hindeuten. Das ist im Prinzip ein Kaufsignal, das ist ein Signal dafür, dass die Trendwende Richtung positiv geht. Noch dazu, weil wir hier auch sehen, ganz allmählich beginnt diese 200-Tage-Linie, ein sehr, sehr träger, nachlaufender Indikator zu steigen. Auch das wäre ein sehr, sehr gutes Zeichen. Also insgesamt schaut es gar nicht so schlecht aus, wie gesagt, oder nicht gesagt, aber an der Stelle mal angemerkt, wir haben relativ hohe Shortbestände der Commercials an der Comex. Das heißt, all das bremst die ganze Entwicklung ein bisschen. Das sind so ein bisschen die widersprüchlichen Signale, die wir haben. Auf der einen Seite relativ hohe Shortbestände der Commercials an der Comex. Auf der anderen Seite, die Charttechnik spricht eigentlich eher für weiter steigende Kurse in den nächsten Wochen. Werden wir schauen, was sich durchsetzt. Grundsätzlich, solange wir über der 1180 bleiben, also über 1180, ist alles im grünen Bereich. 1150 wäre auch nochmal eine wichtige Unterstützung. Wenn wir da drunter fallen, dann sollten wir allmählich wieder die Wollmütze raus und die Handschuhe, dann könnte es tatsächlich wieder ungemütlich werden. Solange wir über diesen beiden wichtigen Marken bleiben, bleibt es insgesamt bullisch, die Situation. Wie gesagt, es könnte durchaus sein oder die Chance ist gar nicht so gering, dass wir hier aus diesem Dreieck nach oben ausbrechen. Also, charttechnisch alles im grünen Bereich. Malerisch auch, die Zeiten sind vorbei. Ich habe ja früher immer mal, schauen Sie auf, Walking Dead, die Serie Walking Dead habe ich früher geschaut, einfach weil ich mir da klar wurde, es gibt noch Leute, denen gibt es wesentlich schlechter als Goldanleger. Diese Zeiten sind vorbei, Goldanleger sind so wieder ein bisschen auf der Sonnenseite des Lebens. So, schauen wir auf den nächsten Chart und es ist natürlich Silber und jetzt muss ich ein bisschen was zu Silber erzählen. Die einen oder anderen haben vielleicht dieses Gold-Silber-Ratio im Blick. Und das Gold-Silber-Ratio ist mittlerweile auf einen Rekordhoch angestiegen. Das heißt, ich brauche über 80 Unzen Silber, um eine Unze Gold zu kaufen. Und das ist relativ selten. Das historische Mittel ist irgendwo so bei 50. Keith Neumeyer sagt, wir werden so auf 20 runterfahren. Also würde nichts anderes bedeuten, als dass entweder Silber eine riesige Rallye starten wird oder Silber konstant bleiben würde, während Gold dahin bürgeln müsste. Ich glaube, beides wird momentan nicht passieren. Ich glaube, die Short-Positionen zum einen von den Commercials an der Comex auf Silber sind wesentlich höher im Verhältnis als die auf Gold. Also es hat wahnsinniger Druck momentan nach wie vor auf den Silberpreis. Dazu kommt, Silber ist ein sehr, sehr inflationssensibles Metall. Das heißt, wir bräuchten eigentlich eine höhere Inflationserwartung. Also es muss noch nicht mal die Inflation sein, aber die Inflationserwartung müsste ansteigen. All das kann passieren, aber dazu glaube ich, brauchen wir als Vorläufer einen höheren Ölpreis. Ich glaube, wenn der Ölpreis sich sukzessive verbessert, und da kommen wir gleich dazu, zu diesem Thema, dann wird auch Silber diesen Bewertungsrückstand, den manche sehen, zu Gold aufholen. Im Moment
würde ich Gold übergewichten im Portfolio. Also insbesondere in Form von Aktien glaube ich, dass Goldaktien die bessere Wahl noch sind. Aber die Zeit von Silber wird kommen. Da bin ich mir absolut sicher. Die Zeit von Silber wird kommen. Sie ist nur noch nicht da. Und im Moment würde ich auf Gold setzen, ganz einfach aus einfachem Grund. The trend is your friend. Und der Trend bei Gold sieht einfach besser aus. Hier sehen Sie schon, Silber kämpft schon wieder mit der 200-Tage-Linie. Also es könnte hier ein Fehlausbruch gewesen sein. Wir sollten relativ schnell wieder über die 15-Dollar-Marke drüber. Das wäre eigentlich sehr, sehr bullisch, dann wieder für Silber zu werden. Aber nochmal, Gold ist eigentlich momentan das Edelmetall, das Sie haben müssen. Also, die Zeit von Silber wird kommen, aber es ist noch nicht so weit. Und jetzt werfen wir gleich mal den Blick auf den Ölchart. Ich hatte ja vor kurzem schon gesagt, es schaut ein bisschen nach W aus und diese W-Formation nimmt mehr und mehr Gestalt an. Also, natürlich wäre es ideal gewesen, wir würden relativ senkrecht durch die 200-Tage-Linie laufen, aber ich glaube, auch das, was wir hier sehen, das kann eine W-Formation, es deutet auf eine weitere Erholung beim Ölpreis hin. Also ich glaube, die Chancen auf eine Erholung beim Ölpreis, upsala, stehen gar nicht mal so schlecht, wie vielleicht der eine oder andere denkt. Insofern glaube ich, dass das Ölzeitalter, auch wenn es manche gerne hätten oder manche schon verkündet haben, noch lange nicht vorbei ist. Das habe ich das letzte Mal auch schon gesagt. Also hier stehen die Chancen ganz, ganz gut, dass wir hier eine Erholung sehen werden. Und jetzt zeige ich Ihnen noch einen Chart, der auch sehr vielversprechend ausschaut. Kupfer. Sie sehen schon, also wir haben bei Kupfer, und ich hatte es glaube ich schon vor 2 Wochen mal dabei und habe darauf aufmerksam gemacht, Kupfer schaut relativ gut aus und die charttechnische Situation verbessert sich. Wir haben hier so diesen ersten Widerstand genommen, jetzt kommen wir hier in diesen Bereich rein. Wenn wir da drüber gehen, wenn wir Kupfer Richtung 200-Tage-Linie, vielleicht sogar den Ausbruch über die 200-Tage-Linie schaffen, dann wird das eine ganz, ganz heiße Story werden. Finde ich jetzt schon sehr, sehr spannend. Und jetzt komme ich, wieso erzähle ich Ihnen das überhaupt? Und jetzt kommen wir zu einem der Produzenten, der die größte Goldmine auf der Welt betreibt oder die größte Gold-Kupfermine, die Freeport-Mine in Indonesien, und zwar Freeport McMoRan. Was habe ich gesagt? Freeport-Mine? Habe ich nicht gesagt. Grasberg-Mine meine ich natürlich. Das ist Grasberg-Mine in Indonesien. Und ich glaube, diese Aktie, wenn sich der Trend bei Öl verfestigt, wenn sich der Trend bei Kupfer verfestigt, dann müssen Sie Freeport McMoRan haben. Denn ich glaube, dass Sie mit dieser Aktie gute Chancen haben, im laufenden Jahr noch gut Geld zu verdienen. Nochmal. Das Ganze steht noch ein bisschen auf tönernen Füßen, steinernen Füßen, tönernen, gläsernen Füßen. Also auf jeden Fall auf irgendeinem brüchigen Material. Aber wenn sich das Ganze verfestigt, wenn dieser Trend weiter sich fortsetzt, dann ist Freeport McMoRan eine ganz, ganz heiße Wette auf einen Turnaround als eine Aktie. Und ich glaube, das nimmt auch schon so ein bisschen Gestalt an. Die Aktie finde ich sehr, sehr spannend. Wie gesagt, nicht so sehr mit Blick auf Gold, wobei die auch Gold machen. Wie gesagt, größte Gold-Kupfermine der Welt. Aber eben auch mit Blick auf Kupfer, weil Freeport ist der größte börsennotierte Kupferproduzent. Es gibt ein paar private Kupferproduzenten bzw. staatliche, die größer sind. Und mit McMoRan hat man einen großen Ölanteil mal gekauft, viel zu teuer aus heutiger Sicht, aber gut, kann man jetzt auch nicht mehr ändern. Man möchte es eh abspalten, das wäre auch noch ein Zusatztreiber, glaube ich, wenn die Abspaltung gelingen würde. Also behalten Sie die Aktie mal auf der Watchlist, wenn sich dieser Trend bei Öl und Kupfer verfestigt, glaube ich, Freeport McMoRan einer der Kandidaten, der ganz, ganz stark davon profitieren wird. Apropos profitieren und nicht profitieren, Goldcorp hat Zahlen gebracht. Sie wissen ja, Goldcorp ist der viertgrößte Kupfer-Goldproduzent hinter Barrick, Newmont und AngloGold. Die kamen am Markt furchtbar schlecht an und das kann man auch verstehen. Nichtsdestotrotz, schauen Sie sich ganz kurz den Chart an, wir sind noch über der 200-Tage-Linie. Also eigentlich ist nicht wirklich viel passiert. Es kagelt momentan Abstufungen. Ich muss sagen, es kommt alles ein bisschen spät in meinen Augen. Ich glaube, man hätte da die Aktie vielleicht so ein bisschen vorher abstufen können. Jetzt müsste ich eigentlich meinen Blick auf die Zukunft lenken. Früher Goldcorp hat seit 1.3., seit 1. März einen neuen Chef und vielleicht bringt er ja auch ein bisschen neue Unternehmensphilosophie mit. Ich glaube, man hat einen Nettoverlust von 4,2 Milliarden Dollar ausgewiesen, den man größtenteils auf Abschreibungen zurückzuführen ist. Ich glaube, man hat so ein bisschen Tabula Rasa gemacht, man hat so einen ganzen den Tisch bereitet für den neuen CEO, dass der jetzt nicht mehr zu viele Altlasten mit sich herumschleppen muss. Man hat gleichzeitig Dividende gekürzt, die ist nach wie vor bei 2 Cent, aber diese 2 Cent zahlt man nicht mehr monatlich, sondern im Quartal. Die All-In-Sustaining-Kosten waren 854 US-Dollar. Je Unze im vergangenen Quartal hat ungefähr 3,5 Millionen Unzen Gold produziert. Jetzt der Ausblick. 2,8 bis 3,1 Millionen Unzen. Da hat jeder Analyst so ein bisschen in die Nase gegangen, so
Oh Gott, nein. Also es ist wirklich eine Enttäuschung gewesen. All-in Sustaining Cost, naja, das war ungefähr das, was man erwarten konnte. Mal ein oder andere hat gedacht, sie fahren ein bisschen niedriger aus. Also Sie sehen schon hier beim 854. Jetzt ist die untere Spanne der Prognose $850. Also ist eigentlich auch ein bisschen enttäuschend. Also insgesamt sehr, sehr enttäuschende Zahlen von Goldcorp. Aktie hat, glaube ich, an dem Tag, wo die Zahlen verkündet wurden, beziehungsweise am nächsten Tag, weil die Zahlen kamen ja nachbörslich am nächsten Tag, ich glaube 12% verloren. War ganz ordentlich, aber nochmal, es war nicht so, dass man sagen musste, die Welt geht unter. Also Goldcorp wird weitermachen, man hat nach wie vor eine sehr gute Bilanz. Und ich glaube auch, dass man so ein bisschen wieder auf den Wachstumskurs zurückkehren wird. Im Moment heißt die Prognose, bis 2018 wird kein organisches Wachstum sein. Ich glaube, das Wachstum schafft man durch Zukäufe und ich glaube, sie sind auch gut beraten, das zu machen. Das große Fragezeichen über meinen Kopf ist ein bisschen die Eleonore-Mine in Kanada, neue Mine, die fährt sehr, sehr langsam hoch, man ist noch hinter den Zeitplan zurück. Und es gab um dieses Projekt schon immer so ein bisschen Gerüchte, dass es bei Weitem nicht so gut ist, wie Goldcorp glaubt und es scheint sich so ein bisschen zu bewahrheiten. Also nochmal ein ganz kurzer Blick auf den 3-Jahres-Chart. Ich höre, die Jungs von der Regie möchten mir was sagen, aber solange ich weiterrede, höre ich sie nicht, also kann ich weitersprechen. Nochmal, die Aktie ist noch über der 200-Tage-Linie, schaut charttechnisch nicht wirklich so aus, ob ich unbedingt gleich einsteigen muss. Dennoch glaube ich, dass die Aktie Potenzial hat mit Sicht von ein paar Monaten. Ich glaube, dass wir so eine Rücksetzer, kleine Erholung, Rücksetzer, $20, also nicht Euro, aber $20, glaube ich, sind im laufenden Jahr durchaus noch möglich. Klingt verrückt, muss der Goldpreis natürlich ein bisschen mitspielen, aber davon gehen wir doch alle irgendwie aus, oder? So unter uns. Gut, was habe ich noch für Sie dabei? Eine Frage, jawohl, die habe ich erreicht über E-Mail. Und zwar möchte jemand wissen, hat nur mit Initialen unterschrieben. Insofern, Initialen schenke ich mir einfach. Also, meine Frage, und das ist auch in Ordnung, Sie müssen nicht immer den ganzen Namen dazu schreiben und Ihre Adresse braucht kein Mensch. Auch wenn Sie mal eine Frage anonym stellen wollen, können Sie natürlich. Soll man jetzt noch schnell Gewinne bei Goldmine mitnehmen oder später wieder einsteigen? Ganz im Ernst, ich bin der große Verfechter des Stoppkurses. Das wissen Sie ja, vor kurzem wurde ich mal gefragt, Mensch, Busler, du erzählst da immer Stoppkurse setzen, aber bei Goldfolio gibt es Aktien, da hast du keine Stoppkurse. Ja gut, wenn ich so einen Penny-Stock habe, da wird es schwierig, wenn die Aktie irgendwo bei 5 Cent steht, wo soll ich den Stoppkurs setzen? Also mache ich relativ selten solche Aktien, die wirklich so extrem spekulativ sind. Man sieht auch, es geht nicht immer gut, aber da können Sie natürlich eigentlich kaum mit Stoppkursen agieren. Aber bei großen Werten, also bei Barrick, Barrick-Chart habe ich glaube ich auch hier, Barrick, Goldcorp, Newman, da können Sie natürlich einen Stoppkurs setzen, dann lassen Sie es doch den Markt regeln. Denn weder Sie noch ich können hundertprozentig sagen, was wirklich bei Gold passieren wird kurzfristig, dass wir mittelfristig eine Prognose wagen können. Aber kurzfristig, ganz auf die kurzfristige Sicht, ist es schwierig, weil ich habe Ihnen gesagt, auf der einen Seite, COT-Daten deuten so ein bisschen auf eine Korrektur hin. Auf der anderen Seite, und das ist auch ganz wichtig, charttechnisch könnte es eine Fortsetzung der Rallye geben. Also setzen Sie den Stoppkurs und setzen Sie vielleicht ein bisschen enger. Selbst wenn Sie, ausgestoppt werden und es geht allmählich wieder nach oben, können Sie wieder einsteigen. Ist doch nichts dagegen einzuwenden. Also, ich würde das den Markt entscheiden lassen, würde mir nicht so viele Gedanken darüber machen, Gewinne mit dem Stoppkurs absichern. Wie gesagt, wenn Sie sagen, ich traue den Markt nicht, setzen Sie also den Stoppkurs ein bisschen enger. Weil nochmal, ganz kurzfristig immer zu sagen, ja, jetzt verkaufe ich und möchte dann 3% tiefer wieder einsteigen oder 5%, schwierig, kann Ihnen wahrscheinlich keiner sagen, ob das klappt. Ich glaube, ich habe irgendwas auf dem Ohr gehört, dass wir noch eine Minute haben oder sowas. Ganz kurz noch ein Blick auf Newman, gefällt mir sehr, sehr gut. Nein, nein, sagen Sie, wir sind schon am Ende. Naja, gut, kann man auch nichts ändern. Newman, ganz kurz, finde ich nach wie vor spannend, die Story. Man kauft jetzt eigene Schulden zurück, 500 Millionen, glaube ich, wenn man Anleihe zurückkaufen, das steht alles sehr, sehr gut aus. Ich bin am Ende der Sendung angelangt, sagen die Kollegen. Insofern, wir sehen uns wieder, wenn Sie möchten, am kommenden Mittwoch. Wenn Sie möchten, schauen Sie bei Facebook vorbei. Und wenn Sie bei Goldfolio sind, dann hören Sie bzw. lesen Sie es sowieso von mir. Da können Sie sich gar nicht dagegen wehren. Bis dahin, wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Und ja, schauen Sie ab und zu mal Walking Dead.